Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Odyssey Video und heute will ich euch mal den leichtesten Mario Odyssey Glitch zeigen, den es gibt. Also wirklich einer der leichtesten Glitches. Und wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, zeige ich euch noch einen kleinen Bonus-Glitch und ganz am Ende löse ich das Gewinnspiel auf, wer die Bowser Amiibo gewonnen hat. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Gewinnspiele, weitere Glitches, Tipps und Tricks rund um Mario Odyssey und Nintendo's Games, dann abonniert den Kanal, denn ich habe mal geguckt, meine Gesamtklicks sind zu 80% von Nicht-Abonnenten. Deswegen würde ich euch bitten, den Kanal zu abonnieren. Ich mache sowas nicht oft, so eine Ansage, aber wenn ihr die Videos eh konsumiert, dann tut so ein Abo ja nicht weh. Ich würde sagen, wir fangen an, und zwar der Glitch, den ich euch heute zeige, einer der leichtesten Glitches überhaupt, ist im Cap Kingdom, also im Hutland. Dort gab es ja schon mal einen leichten Glitch, wirklich, der auch ziemlich einfach war, mit dem Paragumba, sprich den Gumba mit den Flügeln. Mit dem konntet ihr einfach ganz easy cheesy durch diese Wand hier. Aber seit dem Update 1.2, seit Luigi's Balloon World dazugekommen ist, hat Nintendo diesen Glitch gepatcht, sprich deaktiviert. Er ist also nicht mehr möglich, warum auch immer, aber dafür gibt es jetzt einen neuen knackigen Glitch mit dem Paragumba. Ich habe das Ganze bei meinem guten Kollegen DGR gesehen. Checkt das Ganze auf jeden Fall ab. Link in der Videobeschreibung. Und zwar hat das Cap Kingdom ja hinter dem Zylinder unten einen geheimen Eingang, wo ihr auch nochmal zwei Monde kriegen könnt. Wo ihr auch eine Giftpassage mit dem Paragumba machen müsst. Und ja, Leute, der neue leichteste Glitch hat auch mit dem Paragumba zu tun. Ihr müsst euch den Paragumba schnappen. Dann müsst ihr ganz easy zurück zu der Eingangstür und dort rechts könnt ihr einfach durch die Wand laufen. Also wirklich ganz easy. Jeder schafft es direkt nach 10 Sekunden durch die Wand laufen und ihr seid schon out of bounds, out of map. Und da ist das Spannende. Wir können jetzt herausfinden, woher diese komischen Giftwellen kommen. Und zwar ist das Ganze auch ein spannendes System, eine spannende Technik, die Nintendo da eingebaut hat. Und zwar sieht es für uns hier aus, als wenn die Wellen immer auf- und abschwingen. Und zwar, wenn man ganz nach hinten fliegt, dort, wo die Wellen entstehen, sieht man das, dass die Wellen dort immer in dem gleichen Muster wieder gespawnt werden und einfach hintereinander Richtung Eingang geschoben werden und sich eigentlich gar nicht bewegen, sondern einfach nur so geschoben werden in der Form, in der sie sind. Es wirkt für uns nur so, als wenn es wirklich echte Wellen wären, weil es halt perfekt geloopt ist. So, Leute, jetzt kommen wir zu dem Bonus-Glitch. Und zwar, kennt ihr noch den Glitch aus dem Metro Kingdom, wo ihr mit dem Roller durch die Wand backt, der ziemlich lange gedauert hat damals. Den kann man jetzt auch ziemlich leicht durchführen, und zwar müsst ihr nur hier, ich habe es direkt beim zweiten Versuch geschafft, ganz, ganz leicht, wirklich, ich zeige euch das hier, hingeht, eine Stampfattacke, und dann, wenn ihr die Stampfattacke gemacht habt, müsst ihr einfach den Controller schütteln und ihr werdet direkt durch die Wand gebackt. Also wirklich, wie leicht ist das bitte schön, Leute? Und dann könnt ihr einfach in den Gebäuden rumlaufen, mit wirklich gar keiner Anstrengung, der auch wirklich einer der leichtesten Glitches überhaupt ist. Deswegen habe ich den mit da reingenommen in das Video. Fürs nächste Video habe ich wieder eine richtig schwere, knackige Challenge, die ich auch hier natürlich euch zeigen werde. Die Bowser Amiibo hat Jochen Tendo gewonnen. Jochen Tendo, du hast jetzt eine Woche Zeit, mich zu kontaktieren auf Instagram oder auf Twitter. Ansonsten gebe ich den nächsten Gewinner Bescheid. Damit bin ich jetzt auch raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.